jetzt muss natürlich links auch mal gucken. Ausbaufähig. Aber der Abend ist ja noch lang. Wir haben für euch ein kleines Programm vorbereitet, was euch den Abend versüßen soll. Und wir würden gleich mal anfangen, als Warm-up, als Vorglühen, ein kleines Spiel veranstalten. So, und da ihr wisst, dass wir das Thema Festival haben, bietet sich ja eigentlich nur ein Spiel an. Nennt sich, ja, wie heißt es gleich? Flaxiboard. Richtig, sehr gut. Und dafür würde ich erstmal fragen, ist noch jemand nüchtern? Vielleicht mal die Hand hoch. Jemand nüchtern? Ja, sieht schlecht aus. Selbst wenn nicht, hat jemand vor, das vielleicht noch bitte zu vertiefen, diese Nicht-Nüchternheit? Hat jemand Lust? Der junge Mann hier drüben, der gerade ansetzt, der hat bestimmt Lust. Wir bräuchten auf jeden Fall ein paar Freiwillige. Genau. Wer sich nicht meldet, wird abgeholt. Genau. Hier haben wir schon mal einen. Zwei Mann. Wer nicht weiß, worum es geht, der wird es dann kennenlernen, ist auch egal. Es gibt auf jeden Fall Freigetränke. Wir brauchen Männer. Junge, durstige Männer. Hier, wie schaut's hier aus? Hallo. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Eins, zwei, viele. Ja. Der nächste junge Herr. Das kannst du erstmal abstellen dann. Ist dann hier so, als ob wir nichts hätten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben haben wir schon mal. Noch einen? Wir brauchen noch einen. Hier? Jawohl, da haben wir noch die Nummer 8 auf jeden Fall. Nummer 9 ist auf dem Anmarsch, damit brauchen wir nur noch einen. Den Spielmacher, die Nummer 10 brauchen wir noch. Den klassischen Zehner. Haben wir irgendwo einen klassischen Zehner? Da muss die Crew mal etwas näher ran wahrscheinlich. Da, hier, ich habe noch einen gefunden. Ich habe noch einen gefunden. Ja, da haben wir noch einen. Sehr gut. Da haben wir doch schon mal zwei schlagkräftige Mannschaften zusammen. Ich würde einfach mal hier in der Mitte teilen. Die eine Truppe stellt euch schon mal auf. Nehmt euch ein kaltes Getränk, leeres am besten. Und die Mannschaft bitte dort rüber, du hast schon. Alles klar, dann folge bitte den jungen Herrn unauffällig. So, wir auch ja erst nochmal ganz kurz die Regeln für alle, die nicht wissen, wie es gespielt wird. Wir haben hier in der Mitte, gut schwer zu erkennen, eine Flasche, die mittels unserer diversen Wurfgegenstände getroffen werden muss, jeweils abwechselnd von den beiden Mannschaften. Wenn diese Flasche getroffen wird, dann darf von der Mannschaft, die geworfen hat, getrunken werden, so viel wie möglich. Die andere Mannschaft hat währenddessen die Aufgabe, diese Flasche wieder aufzuheben. Bitte noch nicht trinken, halt! Und den Wurfgegenstand mitzunehmen. Oder? Geöffnet werden darf, aber noch nicht getrunken, bitte. Noch nicht getrunken. Aus. Sind jetzt alle ausgerüstet erstmal? Ja, die haben auch nicht zugehört. Ja, das Spiel, das lernen wir ganz einfach beim Spielen, das ist aber auch kein Problem. Deswegen würde ich sagen, diese Mannschaft beginnt dann, wenn es soweit ist, mit dem ersten Wurf. Wir versuchen es erstmal mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Tennisball, sollte das nicht funktionieren, haben wir auch noch die Behindertenvariante. Kai, kriegen wir aber alles hin. Die Dose auf dem Boden. Geh mal weg, die Leute sehen doch nicht. Die Dosen stehen alle. Und ihr zwei dürft erst trinken, wenn einer von den Treffsicherungen die Flasche getroffen hat. Ja? So, die jungen Herren überwachen das alles. Ihr könnt eigentlich nicht viel verkehrt machen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach an. Wir starten. Jetzt ist die andere Mannschaft dran. So,
Das hat leider nicht funktioniert. Ihr seid wieder dran. Wenn der Nero mal da ist, könnt ihr anfangen. Und los. Du weißt nichts, Nummer 2, nichts. Ja, das ist die Idee. Das ist also Freunde, eine Runde guckst du mal das noch an, dann wechseln wir mal den Ball, wenn es ein bisschen einfacher wird. Aber jetzt machen wir nochmal mit Tennisbälle. Versuch's nochmal. Und los! Noch weit vorbei. Noch weiter vorbei. So, letzte Runde mit diesem Ball. Nochmal probieren. Komm. So, jetzt wird der Ball gewechselt. Wenn es etwas einfacher wird, dann wollen wir die Runde nicht in die Länge ziehen. Hier. Jetzt müsst ihr aber. Wenn ihr es wollt. Ihr dürft auch werfen. Nehmt lieber eine Hand. Oh, stark gemacht. Da muss ich gewinnen. Danke, Sir. Ja, ich denke, das sieht schon ganz gut aus, wenn man da manchmal. Ja, das ist immer. So geht's natürlich hier. Sporheit! Ja, das ist außerhalb der Ladung. Komm, stark! Jetzt kommt er langsam auf Augenhöhe. Ja, der hat die Technik! Er hat die Technik! Stark! Schon jemand leer? Noch nicht? Und die andere Runde noch? Ja, ist noch wieder am Abend. Die Leber muss sich noch mal gewöhnen. Ja, jetzt geht's von vorne weg. Voll, so sieht das aus. Ihr müsst den Gegner holen, die Flasche muss stehen. Die Flasche muss stehen. Und du musst holen, du musst holen, du musst holen, du musst holen. Habt ihr jetzt schon leer vorher? So, der Wurf. Du darfst ja. Stopp! Ist ja immer noch was drin, das gibt's doch gar nicht. Aber es sind noch mehr alle da nicht, von daher geht's noch weiter. Stopp! Ist da auch noch was drin? Wir sind immer noch was drin. Hat jemand leer? Hat jemand leer von euch? Ihr dürft? Ja? Ja? Und? Das war nix. Jetzt können Sie sich der Zeit anfangen. Dose umschmeißen zählt übrigens nie. Man merkt schon, das Bier schlägt schwer an. Jawohl, so sieht das aus. Stopp! Immer noch nicht leer. Was ist denn da los? Jetzt wäre es langsam mal Zeit.
jetzt aber, jetzt! Stopp! Immer noch was drin! Also einer will es ja scheinbar unnötig die Länge ziehen, aber wir haben ja Zeit. Das ist ja kein Problem. Komm mal, hier ist alles in Ordnung. Das Wort, das ist nicht euer Schiff. Und stopp! Jetzt ist es der, und damit haben wir eindeutig den Gewinner. Eines am Anfang vielleicht nicht ganz vermutet, aber vielleicht haben wir nochmal einen kurzen Applaus gekriegt für das Team der Typen.